So, gut Morgen, liebe Leute. Ich probiere mich halt mal an einer Runde Satisfactory. Ich habe das schon mal ein bisschen gespielt. Ich weiß im Prinzip, worum es geht und was passiert. Doch ich probiere das eine Weile auch mal mit dem Twitch aus. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note: According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Jo. Da gucken wir doch direkt mal. Zieh mal hier mal die elektrische Grillzange an. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Oh, die Tante schwätzt aber doch schon ein bisschen. Gut, wir holen doch erstmal ein bisschen. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Wir holen doch erstmal ein bisschen allgemein Gerimpel mit. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Weil das Gerimpel kann man doch immer gebrauchen. Das wird neuer alles verfeuert. Das kommt in eine Kohleofen. So, Aweiler Lumamo. Wo ist denn lo Eisen? Zack. Klick-klick-klunk. 246 Meter. 200. Ja. Doch rennen wir doch direkt mal in die Richtung und lohnen, ob das was ist, was man gebrauchen könne. So. Da ist so Giftdingens. Oh, da sehe ich direkt. So verrückter Spinner. Der will mir an die Wäsche. Und der kriegt aber direkt mal einer. Hey, mit der Grillzange. Ja. Sabalot. So. Tschüss, du Fratz. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. Das machen wir noch. Jawohl, das machen wir noch. Ich höre doch noch einer. Wo bist du? Lo. Aber komm her. Oh, da hat er mich noch kriegt. Da hat er mich noch kriegt. So. Und wo sind wir hier? Hier sind lo. Noch ein bisschen Gerimbel. Und jetzt muss ich noch mal scannen, weil ich sehe schon gar nicht mehr, wo Eisen ist. Das Loch ist direkt um die Ecke. Oh, da haben wir noch näher. Und da ist auch noch so Gerümpelfresser. Der kriegt aber leider auch einer mit der Grillzange. Komm her. Heute Abend tu ich dein rechter Schwenke, du. Jawoll, her damit. Was ist das Loch? Ist das Loch schon Eisen? Ach, das Loch ist schon Eisen. Ulumalo ist noch mehr Eisen, oder? Ah, ja, ich weiß sogar, wo ich bin. Ich bin da, wo ich hin wollte. Da fange ich direkt mal an. Aber der Uwe ist noch so spinnert. Den hole ich auch noch mit. Nicht, dass der mir irgendwie die Sache madig macht oder so Kramsches. Komm du mir mal her. Oh, was ist denn? Bleib doch mal stehen. Muss ich mir Fahrrad kaufen extra für dich, lo. So. Schön ins Iver gebrot. Du hast doch was liegen lassen. Her damit. Alles meins. Sudele. Eisen brauchen wir. Wir fangen mit dem Lo-Eisen an. Und da bauen wir auch direkt hier irgendwo in der Kante den Hub. Dafür reim ich lo gerade noch so ein bisschen Rimpel weg. Das braucht auch kein Mensch, das da. Das braucht okay, Mensch. Gutchen. Und dann klicke mal noch ein Stück Eisen weg. Fourth objective, build the hub. Note, jo, den schmeißen wir gleich noch ab. The resources salvaged from the drop pod will be consumed.
lol, ich auch gerade mit. Sodele. Und dann gehen wir noch hier hin und holen uns gerade mal von vornherein so ein bisschen mehr Eisen mit. Wie viel hätten wir gern? Ich glaube 125 ist los, hier um die Zahl. Die tun wir uns dann mal an. Dup, dup, dup. 13, 115, 117, 19. Jawoll. Her mit dem Gerümpel. Und jetzt schmeißen wir Lomo den Hub hin. Den hau ich einfach hier in die Eck. Zack. Wie hätten wir da dann gern? Wie hätte man denn dann gern? Ich glaube so. Geh mal hier ein Stück retour. Oh. Lass mal ein bisschen drehen. Ist flacher. Aber da könnte ich direkt. Komm. Das da ist doch schön. Her damit. Und hier direkt nur das Gebuschi weg. You have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub ja, feature, super. Hub Terminal. Fifth Objective. Hub Upgrade Storage and Power. Now, jo, jo. The Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Zack. Brauchen wir 10 Stangen dafür. Und da können wir direkt mal hier anfangen mit dem manuellen Crafting. Muss man hier gerade. So, die Maussensitivität ein bisschen anpasse. Das läuft viel besser. Und Love wird gecraftet. Gut. Die Platten machen wir gerade mal durch. Die würden wir eh alle gar brauchen, die Lor. Das ist am Anfang immer ein bisschen müßig, aber es nützt ja nichts. Wir müssen den Kram kraften. Sonst kriegen wir ja nichts automatisiert, wenn wir nicht mal von Hand anfängen. Jo, und jetzt machen wir da die 10 Dinger hier von, die wir brauchen, und schon schwuppdiwupp. Rinde mit, machen wir hier gerade Ordnung. Und schon sieht die Welt anders aus. Erna Schwätz. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Biomass Generator, Hub Feature Personal Storage, Scanner Feature Copper. Jo, das ist doch schon mal was. Kann ich hier jetzt direkt den Dingens-Shop bauen? Ah ja, den wollte ich auch direkt haben, den Equipment-Workshop. So, dele. Was brauchen wir vor? 6 Platten, 6 Rotten. Das craften wir uns direkt mal. So, dele. Du kommst mit. Und den machen wir hier direkt nebenan. Dass ich gar nicht viel Geschiss machen muss. So. Und denen hätte ich gern schon mal direkt 10 Stück markiert. Und da müssen wir uns auch schon gleich Kupfer holen gehen. Kupferliter hin, Uwe. Das gehe ich mir direkt hole.
dunkel wird's. Es wird schon dunkel. So, hier geht's hoch. Ich kann mich daran erinnern. Den Anfang da habe ich schon öfter mal gespielt. Oh, das da ist einfach ein schöner Startpunkt. Ich glaube, im Endeffekt gucke die meisten Leute Anfang vom Spiel da. Da hat man es ein bisschen am einfachsten. Deswegen gehe ich da auch mal hin und hole jetzt da das Kupfer mit. Dich habe ich glatt übersehen, das hätte ich aber wissen können, dass da. Zack. Dass der so lang ruhig geblieben ist, hat mich da einfach das Gerümpel wegräumen lassen. Ist ganz chillig geblieben, das wäre sich mir hoch anzuschätzen. Weil es bis zum Kupfer da ein bisschen weg ist, bleibe ich erstmal hier stehen und nutze die Zeit, bevor ich direkt retour renne und hole ein bisschen Kramisches mit. Bräuchte ich irgendwas, was ich auf den E-Knopf einfach drauflegen kann. Aber nee, lass mal einfach getrickt, bis der Finger weh tut. Weil nützt ja nichts, ne? Soll ich 125 wie beim Eisen oder gerade noch ein bisschen mehr? Ich glaube gerade noch ein bisschen mehr, weil das nützt ja nichts. Wir brauchen das Kupfer schnell. Dass wir da unser Anfangsgerümpel mal alles bauen können. Wenn ich jetzt nur 199 mithole, dann fehlt mir bestimmt nur genau ein Kupfer für irgendeinen Scheißdreck. Deshalb lasse ich das da jetzt einfach mal auf 200 Ends hochlaufen. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kann ich mal retour gehen. Dunkel ist. Warte mal, ich habe doch da. Du kommst mal gerade mit, du Busch. Ja, Funzel. Schon, naja, viel besser jetzt. Jetzt kann ich wieder was sehen. Ah, herrlich. So, hallo Busch. Oh, Lumalo ist auch noch ein bisschen Gerimpel. Her mit dem Salat. Und das da kommt Amor gerade mit, wo wir los sind. Und jetzt kann ich im Prinzip schon die ersten schönen Sachen craften. Mache ich direkt Kabel, jo, wunderbar. Jetzt machen sie erstmal das Kupfer da weg. Viel Handgekrafte am Anfang, es nützt nämlich nichts. Muss mal ganz kurz was lure, jo, zack, war da kraften. So. Das da ist ja schon mal schön. So, was brauche ich? 40 Eisenplatten.
Das machen wir doch direkt mal. So, davon brauchen wir 80. Aber die kann ich im Prinzip auch nochmal komplett durchcraften, weil aus den Copper-Ingots kann ich im Moment gar nichts anderes machen als dort Draht. Und aus dem Draht kann ich dann Kabels machen. So, Tulli. Das haben wir auch. Und jetzt müssen wir noch die 40 Kabel machen. Dann kann ich da schon mal so Portable Miner bauen. Das ist schon mal schön die Sache. Superschön. Jo, da bauen wir die doch jetzt direkt. Mal schon mal los. Ach, ich habe gar nicht Platz genug im Inventar. 2, 3, 4. Die schmeiße ich jetzt schon mal auf das Eisenpatch drauf. Dann haben wir das schon mal erledigt und dann können die schon mal ein bisschen was schaffen. Falscher Knopf, richtiger Knopf. Zack. Und 1. Nanu. Aha. Assa. Gucken wir uns mal die schöne Animation da an. Das ist einfach schön, wie der sich aufbaut. Zack, zack, zack. Klack, klack, klack. Und jetzt aus den Fies macht er Bohrkopf und direkt Leder los. Und schafft. Weißt du, der hat noch gar nicht angefangen zu bohren. Hat er aber schon angefangen inzusacken. Das ist der große Vorteil. Sobald man den abwirft, fängt er schon an inzusacken. Rest ist nur Animation. Einer. 2, 3, 4. Und wenn man ja nie weiß, würde ich lieber nochmal die Grillzange in die Hand. Kann ich noch ein paar bauen? So. 2, 3, 4. Die bringe ich jetzt nimmer zum Kupfer, dass die Armor fleißig schaffe. Und dann kriege ich hier schon mal automatisch ein bisschen Erz abgebaut. Da ist die Grube schon halber fertig. Tun wir das mit demnächst hier unser Stahlwerk aufbauen und so Kramisches. Kohle dauert noch ein bisschen, bis wir das Land aus Kohle und Stahl sind. Aber ich freue mich schon drauf, Kohle zu haben. Später. Erst brauchen wir noch Zement und das ganz Gebuddigs. Aber das kriegen wir alles hin, da bin ich fest von überzeugt. So, bin ich aber schön vorbeigerannt. So, jetzt nur hier, schmeißen den Kram aufs Kupfer, zack. Hallo. Hier. Und hier. Und hier. Und hier. Wunderklasse. So, das, was die da abgebaut haben, das holen wir jetzt hier direkt schon mit. Weil Kupfer kann man schon auch immer gebrauchen. Und der Weg hier ist weit. Jetzt lasse ich die noch kurz schaffen. In der Zeit schenke ich mir da Getränk noch. Zisch, da hört man die Flasche. Und dann ich doch schon mal ein Glas stehen. Mit einem lecker Wässerchen. Trinke ist immer wichtig. In der Zeit haben wir hier neue Rohstoffe. So, jetzt mal einen Schluck. Ich hoffe, davon hört man nicht zu viel. 1, 2, 3, 4 und kommt mit. Das ist doch schon mal ein guter Start, das da. Schöner Anfang. Uridur geht's. Langsam wird es auch schon nochmal heller. Und dann macht das Ganze doch direkt nochmal viel mehr Spaß. Hier mit dem Salat. Oh, diesmal renne ich lauf vorbei und hole den Salat auch noch mit. Hä, da haben wir den Salat. Oh, und Lungelaubbeeren. Direkt meins.
So, die Lore haben sich in der Zwischenzeit voll geschafft. Das gibt doch mal kräftig was daher. Da haben wir schon gar nicht mehr viel Platz. Aber 200 kriege ich ohne. Jetzt hau ich noch mal gerade unnötig Kramches drin. Das da brauche ich gerade nicht. Das da brauche ich gerade nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Haben wir doch noch was, was man nicht brauche? Nee, jetzt müssen wir den Rest hier einfach mal noch mal kurz verschaffen. Und zwar, was mir jetzt gleich als erster mache, ist da unser Kraftwerk anschließen und den ersten Schmelzofen hinstelle. Der Schmelzofen, weißt was? Ich wähle da direkt mal 3 Stück aus. Och, guck mal da, ich habe fast alles, was ich dafür brauche. Dann habe ich zwar doch hin nicht fertig, aber das ist erstmal in Ordnung. Die Rotten, die Eirenrotz. Komm, machen wir doch die Stangen. Und dann kann nämlich in der Zwischenzeit alles schon mal schaffen. So, upsali. Noch lang muss ich. Da ist noch gut. Da kommt die elektrische Energie. Und dann... wo war mal das Krimbel denn da hin? Komm, Schmelzer. Kurz gucken. Ja, das Orange ist der Ingang. Und los, schön. Zack. Einer. Schön auf Linie. 2. Und nochmal schön auf Linie. Und ja, komm. 3. Du machst Kupfer. Du machst Eisen. Du machst Eisen. Schmeiß mal Eisen drin. Schmeiß mal Eisen drin. Schmeiß mal Kupfer drin. Zack.